Die PlayStation 5 News reißen gar nicht mehr ab und so auch die News zu der vierten Welle nicht. Nun heißt es sogar, die vierte Welle wäre auf die zweite Februarhälfte verschoben. Was das Ganze bedeutet und wie man jetzt noch eine PlayStation 5 bekommt, erfährst du natürlich wie immer bei deinem Swishy. Lass an der Stelle ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Natürlich gibt es die neuesten PlayStation 5 Infos wie immer bei mir, Swishy. Die vierte Welle der Bestellwelle ist verschoben und hier ist die Antwort ein wenig zwiegespalten, lässt sich weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Eben das typische Jein. Man muss ganz klar sagen, das habe ich auch in meinem vorherigen Video schon gesagt, grundsätzlich ist die vierte Welle der Bestellungen dazu da, die Vorbesteller aus dem November und Dezember 2020 zu bedienen. Und das funktioniert auch, wie man am Mediamarkt Saturn sieht. Die sind aktuell nämlich genau dabei, diese Konsolen zu versenden. Wer also nun behauptet, dass gar keine Konsolen der vierten Welle rausgehen, der ist auf jeden Fall schon mal falsch. Um das freie Kontingent sieht es ein wenig anders aus. So soll zum Beispiel auch GameStop, Expert und Co. Kontingent für den freien Verkauf erhalten. Doch das wurde nun eben auf die zweite Februarhälfte verschoben. Gibt es denn noch überhaupt eine PlayStation 5 für den freien Verkauf? Ja. Anders sieht es aber entgegen vieler Erwartungen nämlich bei Amazon aus. Sowohl Amazon US als auch Amazon UK kriegen Kontingent und nehmen Bestellungen an. Und vermutlich auch Amazon Deutschland. Das ist aber noch nicht bestätigt. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Amazon Deutschland Kontingent kriegt, besteht immer noch die Möglichkeit für dich bei Amazon UK oder Amazon US zu bestellen. Gleiches System, gleiche Bezahlmöglichkeiten, nur eventuell 5 bis 10 Euro Versandkosten kommen on top. So kostet die PS5 in der Disc-Version somit maximal 510 Euro. Also vollkommen verschmerzbar. Am Rande kann man auch nochmal anmerken, die Amazon Warehouse Deals, da hat nämlich zum Beispiel ein Zuschauer hier zugeschlagen und eine PlayStation 5 für 400 Euro in den Amazon Warehouse Deals bekommen. Wie er vorgeschlagen hat, einfach auf der PS5-Seite von Amazon bleiben mit dem Handy zum Beispiel und einfach mal immer zwischendurch aktualisieren. Manchmal kommt eben eine rein. Aber zurück zum richtigen Verkauf bei Amazon, wann kommt die PlayStation 5 somit in den Verkauf bei Amazon? Unsicher und vor allen Dingen gar nicht mal so klar. Durch die Zeitverschiebung von den USA kann ein Release in der Nacht dort sehr wahrscheinlich sein, sprich für uns zwischen 3 und 6 Uhr. Amazon UK wird vermutlich eine Stunde früher releasen als Amazon Deutschland. Ich gehe davon aktuell aus, dass heute um 15 Uhr für UK und 16 Uhr für Deutschland wahrscheinlich released wird. Das sind alles nur Predictions von mir und ob es am Ende des Tages so kommt, weiß natürlich nur Amazon selbst. Es ist aber auf jeden Fall klar, dass Amazon US und UK heute Bestellungen annehmen werden. Bevor ihr alle somit die Hoffnung aufgebt, Amazon kann euch eventuell noch den Wunsch nach einer PS5 aktuell erfüllen. Die Verschiebung auf die zweite Februarhälfte geht insoweit einher, dass Sony vermutlich deutlich mehr Kontingent freigeben wird als ursprünglich geplant. Heißt am Ende des Tages, es kommen nach einer langen Durchstrecke auch wieder mehr Konsolen in den freien Verkauf. Der Mythos, den einige aufgestellt haben, dass die gesamte Welle verschoben wurde, ist Quatsch, wie man am Mediamarkt Saturn und Amazon sieht. Sie fällt halt einfach nicht so groß aus, wie sie eigentlich sollte. Also, am Ende des Tages, haltet die Augen auf bei Amazon für eure rechtzeitige Bestellung. Ein kleiner Geheimtipp am Rande, den ich offiziell nicht so anpreisen möchte aufgrund der Botting-Sache. Darauf hat ein Zuschauer von mir hingewiesen, dass es zwei Twitch-Streamer gibt, die einen Bot programmiert haben, der einen Ton von sich gibt, wenn eine Konsole verfügbar ist. Den findet man ziemlich leicht, wenn man nach PS5-Bots googelt, aber auf jeden Fall hierfür keine Gewähr, was passieren kann, wenn man den nutzt. Aber ich vermute, nichts. Auf jeden Fall solltest du für die aktuellsten PlayStation 5 News natürlich, falls noch nicht geschehen, ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren. Was sagst du dazu? Versuchst du es auf Amazon oder wartest du endgültig bis zum Februar? Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.